da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum und bring meinen Hut mit, du Knilch. Und ja, nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hackenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Über den Ast könnte ich zum Baum kommen. Aber das ist viel zu dunkel hier oben. Ein falscher Schritt und... Und da denke ich lieber gar nicht drüber nach. Ziemlich lang alt. Nur staubige alte Papiere. Hey, eine Spielkarte. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Die Nuss passt sicher perfekt in die Kanone. Aber warte. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Okay, mal sehen, ob das klappt. Ich habe fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht die Blühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Und trotz dem Krach schläft die Wache immer noch tief und fest. Thank you.
leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus. Wie schön. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Ist dir klar, wie lange ich gewartet hab? Jetzt bin ich uralt und noch ein paar Tage. Du bald hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine 3 Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Du misstrauischer Knabe! Nun gut, aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Ob der das mit dem Wünschen wohl ernst meinte? Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin Kratzepulli jetzt doch nicht. Das Portal ist fest verschlossen, aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Das sieht echt schwer aus. Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Einmal die Nummer 40B, übergroßer grüner Hut. Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Setz Großväterchen den mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nimm mich Waldfee. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Oh, was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Musst tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1.000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... wie hast du mich vorhin nochmal genannt? Grünschnabel, Balk, Kartoffelnase, 3 Käse hoch, Kleeblattkapper, Brackwasser-Teetrinker, Schleimschneck, Kleinkartoffelbauergehilfe, mieser Mückennährer, Quengelquappe. Ah ja, da waren auch ein paar neue dabei, oder? Wäre ich so gerne beliebter bei allen, die mich kennen. Na gut, so sei es denn. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Aber ich...
Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Zwei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann...